Herzlich willkommen zum fünften Video aus der Videoreihe Fotos verbessern mit GIMP. Ich habe hier bereits ein Foto geöffnet. Ich mache es vielleicht etwas größer noch. Ich möchte dir zeigen, wie man die Helligkeit verändern kann. Und dazu arbeiten wir jetzt gleich mit Farbwerten. Ich werde dir hier zwei der vielen Möglichkeiten zeigen, wie man mit GIMP hier das verändern kann. Um den Unterschied besser darstellen zu können, füge ich jetzt einmal eine Hilfslinie ein. Aber also hier mit der gedrückten linken Maustaste habe hier diese Hilfslinie reingezogen. Nochmal zur Erinnerung, dass das wirklich angezeigt wird, geht man hier auf Ansicht und setzt hier das Hackerl auf Hilfslinien anzeigen. Somit habe ich jetzt hier das Foto in zwei Teile geteilt. Nehme mir jetzt eine Auswahl vor, damit du weißt, werden Veränderungen geben, immer nur innerhalb entweder eines gesamten Bildes oder eben innerhalb einer bestimmten Auswahl getroffen. Ich wähle jetzt einmal den linken Bereich jetzt aus. Das wird jetzt nochmal eingestellt und nehmen wir mal die erste Methode mir vor. Mache jetzt hier rechte Maustaste, rufe das Kontextmenü auf und gehe dann hier in den Bereich Farben und wähle mir dann hier diesen Menüpunkt Werte. Damit erscheint ein sogenanntes Histogramm, also ich sehe hier die Verteilung der verschiedenen Farben, die in diesem Bild hier vorkommen und deren Häufigkeit. Ich kann die Helligkeit jetzt verstellen. Und hier habe ich diese drei Pfeilspitzen. Wenn ich hier zur rechten Pfeilspitze gehe und diese Pfeilspitze nach links verschiebe, sehe ich hier schon, dass es heller wird, das Bild. Ich schiebe das jetzt mal da weiter rüber. Entscheidend ist auch immer, dass das Hackerl hier gesetzt ist, dass wir den Vorschau sehen können. Ich sehe schon hier, dass allein schon das Wasser hier heller ist und auch das Gesicht des Kindes hier heller wird. Man muss dann probieren, wie weit man da gehen kann. Man darf es nicht zu weit nach herüben setzen, denn sonst wird hier dieser helle Bereich dann, verliert der helle Bereich dann seine Unterschiede. Man sieht dann hier kaum noch etwas da hinten, deswegen muss man wirklich genau aufpassen, wohin man diese dritte Kurve dann setzt. Ja, eine andere Möglichkeit gäbe es noch. Ich gehe mal auf Zurücksetzen. Dann haben wir die Original, das Original wieder, man sieht, wie dunkel es war. Wenn ich jetzt hier auf automatisch gehe, stelle mal so ein. Ich persönlich bin aber mit der automatischen Vorgabe nicht ganz so zufrieden. Ich wähle wieder zurücksetzen. Ändert sich kaum. Und ich wähle hier wiederum diese rechte Pfeilspitze und ziehe sie da ungefähr, glaube ich, hierher. Eine gute Erfahrung gemacht. Ja. Und klicke auf OK. Also meine Veränderung wird dann so vollzogen. Dann wähle ich mir den rechten Bereich aus und zeige dir die zweite Variante, wie man da etwas machen könnte. Das ist hier jetzt mal aufgezogen. Rendern wähle ich hier diesen Bereich jetzt schön aus. Und wähle jetzt hier wieder das Kontextmenü und gehe auf Farben. In dem Fall nicht Werte, sondern wähle hier Kurven. Schiebe das jetzt da rüber hin, dass man besser sehen kann, was sich verändert. Wenn ich das nach oben ziehe, wird das Bild heller, diese Kurve. Ich kann überlegen, wie weit ich da gehe. Wenn ich zu weit herauf gehe, dann wird das alles zu hell, auch vor allem im hinteren Bereich. Und je nachdem, wo ich mich da gerade befinde, verändert sich dann die Farbzusammensetzung. Wenn ich wieder so hergehe, haben wir genau diesen dunklen Originalbereich. Eine weitere Möglichkeit gibt es dann hier auch, wie auch im anderen Menü. Ich kann hier diese Zusammensetzung aus diesen Werten Rot, Grün und Blau, die geben mir dann letztlich das Bild, kann ich hier verändern und könnte hier dann zum Beispiel einen Rotwert verändern, verringern oder vermehren. Das heißt, ein Bild, das einen Rotstich hat, könnte ich dann durch Heruntersetzen dieses roten Kanals dann um den roten Farbwert dann korrigieren. Mache hier wieder, stelle hier wieder Wert ein. Ich verändere jetzt hier die Helligkeit. Schauen wir mal, welcher Wert hier passen könnte. Schauen wir mal, klicken wir auf OK. Und jetzt hier auf der linken Seite eine entsprechende Veränderung vorgenommen auf der rechten Seite. Mir gefällt diese Veränderung dann hier im linken Bereich in dem Fall mehr. Nochmal zur Erinnerung, über Farben und Werte kommt man zu diesem Menü. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.